Mal zusammen, grüße euch miteinander. Ganz spontan ein Live-Video. Wieder einmal. Facebook ist sonst nicht unbedingt mein Live-Standard. Meistens sind wir ja auf YouTube. Aber heute bin ich spontan, habe ich ein Ausflug gemacht nach Luzern. Und in Luzern ist der neueste Supercharger der Schweiz. Es ist in einem Einkaufszentrum und es hat 12 Stalls hier. Ich bin selber gerade am Laden da, wie man sieht. Und wir gehen hier schnell durchlaufen. Ich schaue, dass ich die Kamera switchen kann. So, dann können wir hier kurz ablaufen. Das fährt hier vorne an. So, voilà, das sind die Trafostationen, die ihr kennt. Deren drei sind das und der ist da die ganze Palette. Offenbar ist der Supercharger hier noch nicht so bekannt, weil es sind, wenn ich richtig zähle, nebst meinem Auto. Hier kann man übrigens den Code abschiessen, wer das möchte, für meinen YouTube-Channel zu abonnieren. Und der Patrick Rolli ist auch dabei. Mal schauen, ob ich das schaffe, den hier ins Video reinzuholen. Aber das ist da nicht ganz möglich. So, den zufügen. Voilà. Voilà, eben, es sind nur zwei Tesla am Laden. Neben meinem ist da nicht Menge da. Nur noch ein zweiter. Brandneu ist das Zeug. Live eröffnet, wahrscheinlich die Tage, ich glaube die letzte Woche, also im Verlauf von dieser Woche ist das passiert. Ja, hier ist noch das zweite Model S am Laden. Und dann haben wir jetzt noch die Paraden abgeschritten, da sind wir hier im Stall am 12. Und der Rest von diesem Einkaufszentrum ist sind normale Parkplätze. Das ist jetzt das UG. Wenn also jemand laden will, dann muss er in diesem Einkaufszentrum im Pilatusmarkt, heisst er übrigens. Das Einkaufszentrum heisst Pilatusmarkt, hat mehrere Ebenen vom Parking. Und wenn man laden will, dann geht man hier ins UG, also in die unterste Ebene, und findet nachher hier den neuesten Supercharger der Schweiz, zentral gelegen. In Kriens, in dem Pilatusmarkt. Und hier, der Rest ist, wie gesagt, normale Parkplätze. Ja, und dann jetzt oben dran noch weitere Stöcke mit Parkplätzen. Aber für uns E-Mobilisten oder Teslisten am interessantesten, das UG, wo erfreulicherweise Platz hat bis da Gogo. Und das ist natürlich ein Supercharger mit der Version 3, wie ihr hier seht, hat es da nur noch CCS-Stecker. Und das hat mich natürlich dazu gebracht, dass ich den Adapter dran tun musste. Ich bin auf einen Peak von 130 kW Ladeleistung. Das hat jetzt allerdings wahrscheinlich nicht mehr gebracht, weil ich bin zu wenig leer gewesen, habe immer noch etwa 40% drin gehabt. Ich wollte noch schauen, ob mein Model S neu eben auf die 180 kW kommt. Das tue ich das anderes Mal testen. Ja, viel mehr weiss ich nicht zu berichten. Ich tue jetzt da noch ein bisschen reinladen. Ja, übrigens, heute wollte ich schnell über Grimsel und habe müssen feststellen, dass Grimsel wie der Sustenpass bereits geschlossen sind. Weil aus Sicherheitsgründen ist die offizielle Begründung. Und dann habe ich dann meine Reisepläne ändern. Ich habe dann nachher, anstatt auf Meiringen zu fahren, habe ich die Abzweigung über eine Brünig genommen und bin eben jetzt schlussendlich hier im Pilatusmarkt in Kriens gelandet und tue da halt schnell den neuen Supercharger einweihen bzw. austesten. Ja, wie gesagt, viel Neues mehr weiss ich nicht zu berichten.
Man hört sich und man sieht sich in unseren Szenen. Bis bald, habt ein schönes Wochenende. Ciao zusammen. Yeah.